So, hallo YouTube und so. Noch eine Maya. Ganz ehrlich, lieber irgendwie ein Dupe Aldinet 5 als halt irgendwas Beschissenes, ja, weil mit einem Dupe Aldinet 5 kannst du wenigstens noch ein Mogul. Ja, da kannst du wenigstens aber ein Blessing draus machen, ganz ehrlich. Stell dir vor, ich krieg irgendwie sowas wie Seimei oder so. Was willst du damit, ha? Irgendwas, was lange dauert. Da wollte ich, glaube ich, irgendwas farmen. Ist noch Runen. Langsam, ha? Jesus, 31 Speed auf einer fucking Vigo oben. Na, schau's an, ha. Wird schon schief gehen. Same nimmt man mit. Na, will ich nicht haben, ohne Spaß. Hallo. Basin VIP. Lucifer. Das Ding ist. Ist mein Twitch-Name, ja, da ist keine Ahnung, ja. Halloween mit 4 Einsen oder so. Ich glaube, oder? Na, mit 2 Einsen und 3 E's. So ein bisschen Scheiß halt irgendwie zeitgleich halt irgendwie Twitch und YouTube da halt irgendwie streamen. Ich brauche irgendwie so einen zweiten Monitor, wegen Chat ist halt irgendwie behindert, aber ja. Kein Platz dafür und so oft, wie ich da irgendwie mache, brauche ich auch nicht. Na gut, ha? Was machen wir irgendwie noch? Zwei Minuten oder so warten wir irgendwie noch. Bis halt irgendwie Punkt 19 Uhr ist und dann legen wir irgendwie los. In spätestens 2 Stunden müssen wir eh fertig sein. Na, dann fängt hier Siege an. Vielleicht kriegen wir jetzt schon irgendwas, was ich in dem Siege zeigen kann. Aber ich will halt gar nichts von den neuen Units. Ha? Lohnt sich irgendwas von den neuen Units? Hallo, Toro. Danke, danke. Keine Ahnung, ich habe echt überlegt, ob ich nicht irgendwie warte auf die nächsten Units. Aber ich weiß genau, die nächsten Units, die rauskommen, sind genauso scheiße. Glaub nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die irgendwie können. Aber das Ding ist einfach, sie können irgendwie, finde ich, nichts Besonderes. Ja, irgendwie nichts zum Cleaven oder so dabei, ne? Nichts, was irgendwie mega geil ist, irgendwie mega overpowered. Also ich will auch irgendwie keines von den Aldinet 5 von denen. Ja. Danke, Steffen. So, na gut. Ein Talisman wäre geil. Will ich auch nicht. Ihr wisst sehr alle, was ich will. Ich würde sagen, wir starten, ha? So, lass mich irgendwie noch die scheiß Rainbow Monster in Storage packen, dass wir noch irgendwie ein bisschen Platz haben. Good luck, danke Ismo. Und hallo Ismo. So, hoppala. Also noch einmal irgendwie zum Dingens hier. Das Hammer, ne? Wie geht's? Ganz gut, selbst. Keine Ahnung, ob ich irgendwie die zwei Scrolls aufmachen werde, ja, weil wie gesagt, ich will eigentlich nichts wirklich da haben, also. Aber ja. So. Also. Ein paar mehr sind noch irgendwie dazugekommen, zu warm. Ja, ich habe gerade meine Klimaanlage ausgeschalten. Weil es ein bisschen halt nervt, aber. Ich meine, ihr würdet das eh nicht hören, aber. Ja. Hallo Typhoon. Schauen wir mal, haben wir irgendwie auch so einen overpowered Maximilian ziehen. Können wir irgendwie dann Typhoon in Zukunft snipen und wegfarmen, wenn wir seine Units picken. Da, was haben wir das? Oh, Jesus, ha? Huh? Kämpferin des magischen Ordens in Wind. Sind nicht die Wind-Serie? Ja, gell, mit 121 Base Speed. Ja, das halt nehmen, ne? Ist zwar neu, aber irgendwie halt doch nicht. Und sowieso crap.
Ich bin voll angepisst. Das eine Archie, was ich da verloren habe, ne? Weil ich irgendwie mein fucking Lionel nicht gepickt habe, glaube ich, war es. Dann habe ich einfach irgendwie drei Speedleads gepickt habe und dann irgendwie kein Stripper und Buffer halt. Und diesen einen Talisman, der mich da weggeklieft hat. Instance Free Win, aber ich war halt einfach nur irgendwie Brain Dead. Ja, GZ, ha? Schauen wir mal, ja, das war unser erstes. Ich glaube, wir haben jetzt sogar noch irgendwie ein Blessing, ne? Ich habe vorher dieses Collab-Dingens da gemacht. Oh, okay. Das war's mit unserem Blessing. Ein zweites Pudding, ha? Wird sich irgendwie fast lohnen für Siege, aber. Ja. Aber wie oft nimmst du dann wirklich irgendwie, weißt? Jetzt könnte ich auch irgendwie sagen, ich könnte noch ein Odin als Dupe irgendwie aufheben für halt irgendwie so eine Siege-Combo oder eine Sonja halt irgendwie. Hallo, Rafti. Jo, und. Hier YouTube-Chat, ne? Das ist ein bisschen scheiße für mich. Also es kann irgendwie sein, dass das so ein bisschen länger dauert, bis ich da irgendwie antworten kann, ha? Ming, Adriano, Sonja. Ja, ey, ich kenne das eh, aber ich eigentlich halt nicht gebaut, weil ich nicht so viele Dupes halt irgendwie bauen will, was da so war. Ja. Also hallo. Hallo Tuki, Darwin, David, Victor, Golfer. Meister Papa, ha? Dark Yui. Allein diese Namen von diesen Units gehen irgendwie schon am Sack, ja? Und ich habe noch nie irgendwas von denen irgendwie gehört. Ja? Ich muss auch mal irgendwie googeln, ob das irgendwie was kann, aber. Keine Ahnung. Ich finde, die Units passen so überhaupt nicht in Summoners War. Also gar nicht. Wow, Double Wasser ist schon, ha? Wieso nicht mal irgendwie so eine richtige, so eine Star Wars Collaboration oder irgendwie so, der Dragon Ball oder irgendwas so halt, weißt? Nein, irgendwelche komischen Viecher, von denen ich noch nie was gehört habe. Ha? Danke, Not Loading. Also, ja, weg, ha? Kann man das einfach weitermachen. Scheiß auf das in Storage packen, ha? Jetzt wären wir wieder bei dem Ding, wieso können wir noch keine Hand. Keine 100 Summons irgendwie machen, ha? Wären wir schon mit der Hälfte wahrscheinlich durch. Mit diesem 10er Puls. Spielt irgendwer was? Weiß ich nicht, Typhoon, ha? Spielt irgendwas von den neuen Units? Dauert sich irgendwie so 2 oder 3 Patches, ne? 3 oder 2 Balance Patches. Irgendwie so ein halbes Jahr oder was wahrscheinlich. Bis die irgendwie was können, ha? Wind Yui könnte was für Siege sein. Ich habe keine Ahnung, was die können. Traurig, wenn man keine normalen mehr braucht. Ja, eigentlich schon, ne? Ist auch eigentlich so aus der Sicht von Comptos irgendwie nicht besonders. Machst du heute auch LDs auf? Jo, alles machen wir auf. Das ist ja eigentlich gerade nur Arbeit, das ist ja. Das ist sowieso scheiße, das ist ja wirklich. Das interessiert ja irgendwie keinen mehr, wer irgendwie normale Net Fives bekommt, ha? Oha, Wahnsinn. YouTube schreibt irgendwie gleich, dass, glaube ich, Werbung oder so kommt. Na gut. Keine Ahnung. Kaching. Fleißig Werbung schauen, ha? Samurai. Wo ist mal einer von den neuen? Mich interessieren auch nur noch drei normale. Also mich eigentlich gar nicht. Also. Hallo, schlaue Mongo. Mango, entschuldige. Da habe ich Mongo gesagt. Ha? Schlaue Mango. Viel Glück bei den LDs. Schöne Grüße aus Floridsdorf. Ja, Grüße aus Simmering. Ha?
Merlin Dark ist One-Shot-Monster. Ich will AOE One-Shot-Monster haben, ha? Oh. Was ist das für ein Typ, ha? Habe ich den nicht in der anderen Dings? Keine Ahnung. Jo, habe ich, ne? Das ist der mit den Dots da, oder? 3 Runden lang kontinuierlichen Schaden zu. Dann kann ich nicht einmal feeden, ne? Weil er neu ist. Talisman. Ja, eigentlich schon, ne? Ich meine, hast eigentlich recht damit, ja. Aber ich will ihn trotzdem nicht haben. Ich bleib bei dem, was ich haben will, ja. Neftis, Maxi. Azima von mir aus. Im Spike-Up kann ich ihn feeden, okay. Dann machen wir vielleicht irgendwie Awakened oder so, ja. Ich glaube, oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn habe. Also Awakenen oder so für ein Pokédex. Falls ich irgendwie mal wieder bei so einem Event bin und dann gibt es was zu gewinnen. Neftis sind total ist man. Ja, das Ding ist aber selbst schuld, der dann irgendwie so eine Combo durchlässt, ha? Deswegen bräuchte ich beides, Neftis und Maximilian, ja, weil dann kann er nur eins von beiden bannen und wird instant liefen. Trotzdem hätte ich mir lieber gerne Maxi als Neftis. Stell dir mal vor, LD Blessing. Oh, was ist das, ha? Was da, Scheiße. Unser erster von denen, Wahnsinn. Wieder da. Ja, das Ding ist, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. PC hat sich gerade komplett, wirklich komplett irgendwie aufgehängt. Also gar nichts ging mehr. Ich weiß aber nicht, das ist noch nie passiert. Kein Spaß, ja. Das ist noch nie passiert gerade, ohne Scheiß. Gar nichts ging irgendwie. Nicht einmal irgendwie Cursor bewegen, irgendwas. Alte 4, Steuerung, Alte 4. I don't know, ha? Huh? Warten irgendwie 2 Minuten und. Keine Ahnung, er ist wirklich. Ja, welcome back, danke, danke. Safe Gerd. Ist gerade irgendwie am Laggen oder so, kann es sein? Bei mir. Ja, das ist. Ich mach mal irgendwie YouTube aus. Holy fuck, Alter. Keine Ahnung. Ist irgendwie normal, oder? Geht irgendwie alles, oder? Ich habe irgendwie so YouTube jetzt irgendwie ausgemacht. Scheiß auf YouTube, ha? Hackerangriff. Okay. Keine Ahnung. Noch nie passiert so wie gerade. Also wirklich, PC komplett aufgehängt, irgendwie komplett gefreezed. Gut, scheiß an. Ha, hoffen wir irgendwie, dass es irgendwie nicht noch einmal irgendwie vorkommt, ha? Irgendwie uncool. Dann tu mal einfach so, als ob nichts passiert wäre. So. Weiter geht's. Keine Ahnung. Müssen halt irgendwie die Leute von YouTube haben halt irgendwie Pech gehabt, ha? Aber kein Bock irgendwie, dass der jetzt irgendwie noch einmal. Weiß ich nicht, ob es irgendwie daran lag. Glaube ich jetzt irgendwie auch nicht, ja. I don't know. Wow. Kommt ein Segen, ja. Hab ich schon gemacht, ja. Aber unsere 2 Blessings sind schon weg. Aber hier, Teshar. Teshar, wenn wir dann feeden. Vielleicht kriegen wir ja einen Chara. Hoffentlich nicht. Könnte man irgendwie einen Buffer tragen, just Chara. Wo sind eigentlich die neuen Units, ha? Also die ein oder andere neue Unit hätte ich irgendwie schon gern. Einfach halt.
falls irgendwie mega gebufft wird oder sowas. Char inzwischen nicht bad. Oh, schau, da mal so eine Borster-Dingens. Ich weiß nicht. Ich meine, er kann jetzt der Chromas killen, ne? Wie viel Crit Damage braucht Tieren längs ungefähr? Wieso willst du Crit Damage auf Tieren Leng haben, ha? Oh. Oh, 5 Star, ha? 5 Star Fire Satoru Gojo. Was kann der, ha? Global Attack Lead. Also, das ist. Okay, einmal pro Runde kriegen wir irgendwie kein Damage. Führt immer einen Angriff mit einem Attributsvorteil aus. Plus Defense Breaker. Und ein Stun. Glaube ich auch, gell? Ich glaube, der ist wenigstens irgendwie halbwegs okay. Meine Meinung zu Dark irgendwas. Alter, ich habe keine Ahnung, wirklich. Keine Ahnung, was die neuen Units da irgendwie. Ich habe es zweimal irgendwie durchgelesen und so. Ich habe das, glaube ich, eh mal irgendwie videomäßig gemacht, aber ich habe keine Ahnung mehr, was die irgendwie können. Ein bisschen Damage. Na, das Ding ist, Tieren Leng Damage kommt halt von Artefakten, ne? Additional ist halt irgendwie Additional HP und Additional Speed und sowas halt. Aber ihr Oblivion Typ, ich habe keine Ahnung wirklich. Was ist das? Okay. Neu. Weil ich schon so lange keine Summons mehr gemacht habe. Für mich sind nur irgendwie Units irgendwie interessant, die halt wirklich irgendwie gut sind. Weißt du, also ich. Keine Ahnung, ich mag keine Units irgendwie so. Die ist einmal alle. Keine Ahnung, 3 Jahre mal verwenden kannst. Genau in der einen Situation, also das ist jetzt halt dann irgendwie gut. War gute Lightning Rate. Ja, aber ganz ehrlich, das ist mir gerade eigentlich alles scheißegal. Achso, und hier Madness, ne? Danke für deinen Twitch Prime. Ich habe es gesehen, dass du vorher irgendwie abonniert, während ich gerade irgendwie wieder versucht habe, da alles zum Laufen zu kriegen. Mal leider nicht gesehen, meinen coolen Luke Skywalker-Dingens da. Trotz des P-Button. Den machen wir nachher eh aus. Ha? Lass mich nicht vergessen, irgendwie bei den LDs machen wir den aus. Ohne Scheiß, ich will wirklich. Ich will, keine Ahnung, 5 Jahre alte Monster haben. Vielleicht sogar irgendwie eine Chiana mittlerweile. Ja? Chiana, glaube ich, ist eigentlich auch ganz nice. Nach dem Buff. Das Ding ist ja, nachdem er jetzt irgendwie so Chiana gebufft wurde, habe ich ja irgendwie so ein bisschen die Hoffnung. Da schaut, da sieht man es hier. Das Protor. Danke für deinen Sub hier. Naja, nachdem Chiana gebufft wurde, habe ich ja irgendwie so ein bisschen Hoffnung, dass die Wunzer vielleicht buffen, ha? Die Wiener müssen zusammenhalten, na, dann. Wir spendieren noch einen Döner oder so, ha? Aber danke. Gestern 130 Mysticals aufgemacht, 5 Lightnings. Ja. Scheißegal, ne? Dafür kriegst du halt irgendwie bei der nächsten 100, kriegst halt dann, ich weiß nicht, 15 oder so. Wer hat Döner? Schon ewig irgendwie, aber. Keine Ahnung, derweil. Versuche irgendwie halbwegs vernünftig zu messen. Was nicht so leicht ist bei mir. Ich weiß, ohne Pizza und Mackie wäre ich eh schon verhungert, aber ja. Kein Ding für Sub. Bei mir ist so gut aufgehoben. Was haben wir da? Oh, wer ist er, ha? So, schauen wir mal, ha? Was kann er? Defense Lead, achso, das war diese Defense Unit, oder? Hält Immunity
gegen Effekte, die die Angriffsleiste reduzieren und erhöht deine Angriffsleiste um 30%, wenn die Runde endet. Greift alle Gegner 2 bis 3 Mal an, um proportional zu deiner Verteidigung Schaden zuzufügen und stiehlt einen vorteilhaften Effekt mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 20 und ein Stun. Der wäre irgendwie... Keine Ahnung, ja, mit einem Windpender zusammen, weil er irgendwie Defense, aber... Dann braucht er halt irgendwie Defense-Buff auch, ne? Dann nimmst du halt irgendwie wieder Elia und dann hast du ein langweiliges Windpender, Elia und den Typen-Team da. Ja, Wahnsinn. Aber schauen wir mal, wie viel Damage der irgendwie macht. Ja, vielleicht lohnt sich's. Oh, noch ein 5-Star, nein, 4-Star. Okay, die haben wir irgendwie schon. Jetzt haben wir irgendwie schon 2 neue, glaube ich. Ha, 2 neue von den 9. Pirate, Captain und Gargoyle. Die sind leider alle Schmutz, bis auf der Wasser, der die HP destroyen kann. Ja, ich weiß eh, ich schwöre bei Gott, ich habe wirklich überlegt, ja. Ob ich nicht einfach warte bis zu den nächsten Units. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächsten Units erstens halt wieder ein paar Monate dauern, ja. Und ich glaube halt irgendwie, dass die nächsten Units auch halt irgendwie nicht mega overpowered werden, ja. Ich meine, einfach so Gefühl halt irgendwie, ne. So, so. Weiß ich nicht. Wir haben halt einfach schon zu viele Units, ja, und halt keiner von diesen Units kann halt irgendwie mehr was Besonderes. Ja, es ist immer nur so ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen davon, ja. Aber halt irgendwie nichts, was so Windfett ist OP war. Ja, aber allein schon. Wenn du dir anschaust, einfach Byung-Chul, ich meine, was kann er irgendwie nicht so gefühlt, ja? Du kannst ihn nicht one-shotten, er crittet zu 100%, ja? Das heißt, du brauchst nicht einmal irgendwie Crit-Rate bauen. Er ist schnell, er ist tanky, er kann sich heilen, er kann strippen, er kann stunnen. Er macht irgendwie, glaube ich, Max-HP-Damage, ja? Also solche Units will ich halt irgendwie haben, weißt? Nicht irgendwie so eine Unit, die... Weiß ich nicht, schau dir die... Schau dir diese Wasser-Zwillings-Angels irgendwie an, ja, können so viel und irgendwie doch nichts, ja, weil die Chance einfach so low bei denen ist. Ja, er ist immer noch gut. Oha, nächstes, was haben wir denn schon? Jetzt haben wir alle von denen, oder? Ach du Scheiße, Back-to-Back 5-Star. Habe ich den nicht auch schon? Nein, der ist auch neu. Okay. Satoru Gojo in Wind. Was kann er ja noch einmal? Ein Stun. Selber wie der in Wasser, ne? Gewährt dir selbst eine Runde lang Unbesiegbarkeit. Greift an alle Gegner und proportional zu seiner Verteidigung Schaden zuzufügen. Und provoziert sie für 2 Runden. Ja, ist, ha? Und er. Speedlead für Arena. Erhöht deine Angriffsleiste jedes Mal um 20%, wenn ein Verbündeter ausgenommen von dir selbst angegriffen wird. Entfernt zusätzlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% einen vorteilhaften Effekt vom gegnerischen Ziel. Das ist halt so, I don't know, ich meine 30%, ja, das ist halt einfach zu wenig, weißt? Greift den Gegner an und betäubt ihn für eine Runde mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 verringert. Die Angriffsleiste um 50, wenn das Ziel bereits einen schädlichen Effekt besitzt. Naja. Ganz ehrlich, hau ich irgendwie nicht um. Speedlead für Arena. Ja, funktioniert halt in RT auch, ne? Aber. Ja, keine Ahnung. Sehe irgendwie nicht, dass der irgendwie was ist für mich. Aber egal, halt haben, ne? Wasser Twins wieder typisch. Naja, eh. Ohne Speedlead, jupp. Eigentlich hätte ich lieber gerne ein paar Dupes halt, ne? Ich will halt irgendwie Dupes halt für LD-Scrolls feeden.
Also ich sage, ich habe lieber irgendwie ein neues Eldenet 5 als irgendwie eins von denen da. Okay, da haben wir einen Lekmaron Dupe. Ist schon einmal gut, sind 3 Scrolls mehr. Wie viel haben wir eigentlich schon? Ne? Jeez, wir haben noch nicht einmal irgendwie 1000 Scrolls aufgemacht. Ha? Gibt es auch Dupes von den normalen, die ich behalten würde? Ich glaube irgendwie nicht. Also nicht einmal irgendwie in Byongchul oder so. Nicht einmal irgendwie im zweiten Byongchul. Ich meine, vielleicht. Also falls ich irgendwie im zweiten Byongchul ziehen sollte. Der Angel's Dupe, die können wir auch feeden. Vielleicht würde ich ihn behalten, aber er ist halt. Ist halt nicht die spannendste Unit halt irgendwie, ne, zum Zuschauen. Aber sonst. Was soll ich irgendwie noch bauen, Dupe-mäßig, hä? Gibt einfach irgendwie nix. Wow, was ist das für ein Ding, hä? So die Trist oder was, gell? Na Wahnsinn. Und schade, wie viele Net 5 einfach nicht zu gebrauchen sind und im Lager liegen. Ja. Gibt nicht genug Dracos. Wenn sie Draco buffen würden, sie sollten Draco buffen, dass er Attack Buff und Defense Buff irgendwie macht, ja? Und Speed Buff. Aber Defense Buff oder Attack Buff kann halt nichts, hä? Sonst wäre eh nicht so übel, aber das Ding ist einfach. Du willst halt irgendwie, wenn du Draco spielst, kein Defense Buff, ha? Aber wäre cool, wenn er beides machen würde. Oder alles drei halt, ne? Speed Buff, Defense Buff, Attack Buff. Aber dann würden wieder alle schreien irgendwie. Dann wäre irgendwie ein besserer Joker. Aber es drückt nicht. Er steht bemüht, ja super. Wie viele Net 5 wären schon besser, wenn zum Beispiel DDs nicht im Rest. Ja. Verstehe ich auch bis heute nicht, gell? Das wäre mal irgendwie so ein Anfang. Ich meine, warum ist zum Beispiel a Chroma eine Defense Unit, ja? Sie ist. Wenn sie wenigstens irgendwie mit Defense skalieren würde, aber. Ja, aber keine Ahnung, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Was ist das? Okay, die haben wir gerade irgendwie gezogen. Die Fire Trees wäre, glaube ich, auch noch irgendwie, oder? Fire Trees könnte irgendwie auch zum Cleaven irgendwie. Die macht irgendwie auch fetten Schaden. Cannon Girl, nö. Ishi. Jesus, ha? Huh? Ist es zu viel verlangt, irgendwie 100er Puls zu fordern, ha? Huh? Ich meine, schau, wir haben jetzt, nicht einmal jetzt eigentlich noch 1000 Scrolls. Dupe Tiana. Ich habe eine Dupe Tiana gebaut. Ich habe, glaube ich, schon, weiß ich nicht, 4 oder 5 Tianas gezogen, aber. Ja, keine Ahnung. Tiana Galleon halt, ne? 15% und so. Ist halt irgendwie immer. Dings hat hier Ekok spielt, ne? Hat. Ja, der hat irgendwie Asima gezogen. Der spielt halt Chongpong, Tiana und Asima. Das wird halt gehen. Oh. Oha. Ist wieder ein Five, so ein neues von denen da. Dreimal anfügt ihm Schaden zu, der alle schadensreduzierenden Effekte ignoriert. Greift den Gegner viermal an, wobei die ersten drei Treffer jeweils eine Wahrscheinlichkeit von 50% haben, einen Brandmaleffekt für zwei Runden zu hinterlassen. Und der letzte Treffer die Max-HP des Gegners um 100% des zugefügten Schadens verringert. Der nächste Treffer fügt 20% mehr Schaden zu, wenn du einen kritischen Treffer landest. Und Passive ignoriert alle Effekte, die dem Tod widerstehen. Wenn du den Gegner bei deinem Zug angreifst, das durch deinen Angriff besiegte Ziel kann während des Kampfes nicht wiederbelebt werden.
Da nicht so ein Theo-One-Shotter, ha? Der könnte doch irgendwie Theo-One-Shotten, oder? 28% Crit-Rate Lead für Gildendinger. Da ist halt auch keine Unit dabei, irgendwie mit einem High Base Speed oder so, glaube ich. Also, der macht gut Damage. Ja, ist halt auch das Problem, ne? Es ist halt einfach so, du weißt halt nicht, wie viel Schaden irgendwie macht oder was, ne? Das kommt einfach darauf an, was der irgendwie für Multiplier hat. Der kann irgendwie mega Schaden machen oder halt gar nichts. Aber auf der anderen Seite. Naja. Ja, weiß ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich mag eigentlich so Units, die irgendwie so ein Destroy eingebaut haben, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht irgendwie. Aber weiß ich nicht, ob der Typ irgendwie da ein bisschen Branding und weiß ich nicht, was er jetzt irgendwie noch gemacht hat, ja. Ist einfach zu wenig, glaube ich, ha? Na, den Wasserslayer, den habe ich bis heute gedodged, ja. Wundert mich eigentlich eh, dass ich den habe ich ja noch nicht einmal, ja. Ist kein Spaß. Also Wasserslayer, Coco. Die zwei weiß ich, habe ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob es sonst irgendwas eigentlich noch gibt. Also es gibt auf jeden Fall nichts, was ich wirklich haben will. Also, sonst könnte ich es irgendwie mit den Scamstones machen. Jesus, Triple Lightning, ja? Back to back. Aber kein Net 5. Aber Net 5 war eigentlich gar nicht so schlecht, gell? Ich weiß gar nicht, wie viel man. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Haben wir angefangen, ha? Pudding war unser erstes. Na, da war nicht die wieder vor. Da. Das war unser erstes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Really? Wir haben 11? Jesus, ha, ich habe gerade eine Rate von alle 100 Mystical Scrolls, 1.5 so ungefähr. Also das ist echt übertrieben. Da war ja meine letzte Summon-Session, glaube ich, irgendwie scheiße, ne? Dass das wieder aufgeholt wird. Und da ist Nummer 12, ha? Was haben wir angefangen? 3628, glaube ich, ne? 3600. Ja. Eigentlich sogar niedriger, gell? Niedriger als alle 100. Aber sagen wir jetzt einfach mal, alle 100 Mystical Scrolls habe ich gerade irgendwie in Net 5 gezogen. Und sogar einen Haufen von den 9. Geht halt hoffentlich so weiter. Hoffentlich bei den LDs auch so. Ja, ich hätte halt wirklich so. Ich weiß, es ist super rare und alles. Ja, aber sagen wir jetzt einfach mal so 5 LDs. Also 5 LD Scrolls und 3 Net 5 zum Beispiel, ja. Das wäre ja mal irgendwie geil. Sage gute Lightning Rate. Seit wann gibt es keine Fake Net 5 mehr? Jo. Schon länger nicht mehr, gell? Oder? Wirklich nicht? Ich weiß, dass ich ein paar habe, aber ich habe, glaube ich, irgendwie auch schon länger keins mehr gezogen. Gibt sie wirklich nicht mehr? Keine Ahnung, brauchst du eh nicht, ha? Huh? Aber ja, scheiß auf das alles da. Ja, wirklich. Es ist nur noch irgendwie LD einfach interessant. Alles andere ist zwar irgendwie nett, aber ganz ehrlich. Ist halt irgendwie einfach so nichts. Ändert halt irgendwie nichts, ne? Was jetzt hast du irgendwie die Unit? Die kann halt nichts Besonderes. Der kann auch nichts Besonderes. Habe ich nie mitbekommen. Next 2A. Ja, gell? Gute Frage. War da nicht mehr irgendwie sowas, so ein Versprechen irgendwie? Alle 2 Monate kommt ein neues Second Awakened raus, ha?
Hallo Rex. Was macht das WC, ja? Bist du rausgeflogen oder weitergekommen? Kann mich nicht mehr erinnern. Gegen wen hast du gespielt? Ich hab's irgendwie schon gecastet oder so, gell? Aber ich bin schon wieder irgendwie hinten nach. War schon wieder irgendwie komische Europe und Asia. Wen haben wir da? Forster. Was meinst du mit Daten? Wann die Events sind oder was? Ich hätte so, ich weiß nicht, ich hätte irgendwie so überhaupt keinen Bock irgendwie auf das, ehrlich gesagt. Aber. Media-Wochenende. Okay. Wie ist das eigentlich? Kann man? Könnte man theoretisch wahrscheinlich ja, aber könntest du irgendwie sagen, dass du keinen Bock halt hast und einfach halt nicht teilnehmen? Ja, ne? Live Rage. Ja, mir wäre es egal, wirklich so, wenn es die Situation hergibt, da sage ich das beinhart. Ja, aber die Frage stellt sich bei mir eh nicht, heißt also, ich bin da eh zu schlecht, also ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich schaue es mir irgendwie lieber an, also muss man wirklich sagen, also mir fangen die Events so, also kann ich nichts sagen, ja, ich schaue gerne irgendwie RT zu. Das ist kein Ding, aber irgendwie selber, I don't know, ist irgendwie nicht so meins. So, jetzt werden wir irgendwie wieder Zeit für ein Net 5, ha? Huh? Können ja nicht irgendwie die 100er Rate irgendwie gerade zerstören. Fliegen die Mittelfinger. Ja. Ich meine, ich habe irgendwo in den Kommentaren irgendwie auch so bei irgendeinem Video gelesen, irgendwie, ja. Und das nennt sich dann irgendwie so E-Sports, wenn halt irgendwie halt einer bioprockt, ne? Ja, kann man nichts machen. Oh, eine Beth. Okay, die können wir dann auch feeden. Wer weiß, vielleicht sind ja die drei Scrolls von Beth, ha? Mit dem A sie mal irgendwie ziehen. Tauschen irgendwie Wasser gegen Light. Was haben wir da für einen Kollegen? Okay, den haben wir schon. Der 69. Zuschauer. Na? Wahnsinn, ha? Bin eh schon ganz nervös, ha? So viele Leute. Wahnsinn. Bei mir steht zwar nur 66, aber ich glaube dir das mit 69. Ist einfach viel geiler, ha? Man kommt eigentlich hier Dings, Rex, weißt du das? Man kommt irgendwie die Videos von Wien, ha? Die machen irgendwie nichts. Ich warte schon die ganze Zeit, dass mal irgendwas kommt von dem Event irgendwie. Sollte bald kommen. Ja, was ist bald? Ha? Das ist ja schon. Wie lange ist es her? Ein Monat? Oder 3 Wochen? Gibt es einen Hund noch? Ja, der. Der liegt irgendwo am Boden, weil es da irgendwie kälter ist. Nice fall. Mir ist auch zu warm einfach. Aber ja, es gibt ihm Gott sei Dank noch und ich hoffe, es gibt ihm irgendwie noch lange. Schon 11 Jahre demnächst, mein kleiner Mann. Wahnsinn, hä? Huh? So ein Real Life LD Net 5. Mein Wort. So, jetzt haben wir wirklich schon lange nichts mehr bekommen. Meiner liegt auch noch am Boden, der ist kühler. Freitag lassen wir Klima einbauen. Best, ich habe also ich hab so zwei so Klimageräte halt, ne? Weißt du, mit so einem scheiß Schlauch halt. Ist zwar irgendwie ein bisschen behindert, aber ganz ehrlich. Also. Kann ich nur wirklich jedem empfehlen, ganz ehrlich. Scheißegal, was das kostet oder so. Ist einfach so viel geiler, das ist wirklich
ziemlich draußen, ich weiß nicht, ganzen Tag 35 Grad hat. Bei dir im Wohnzimmer irgendwie, weiß ich nicht, 22 Grad oder so. Also ja. Klimaanlage for the win. So, Net 5 wären auch einmal wieder for the win, ha? Oder? Wobei, gut, wir haben ja gerade erst Beth bekommen, ha? Und einfach bester Freund. Jupp. Ich mag sowieso, ganz ehrlich. Ich mag Tiere lieber als irgendwie Menschen, ne? Außer natürlich hier 71 Leute, die gerade zuschauen, ne? Die mag ich natürlich auch, aber sonst, keine Ahnung, habe ich irgendwie nicht viel über so für die gute Menschheit. Wie heißt er nochmal? Smiley. Meine Eigentumswohnung lassen, deswegen eine einbauen. Okay, Dachgeschosswohnung. Ich weiß nicht, ob ich bei mir eine haben dürfte. Ne? Ich habe da Genossenschaftswohnung. Also es gibt zwar irgendwie welche, bei denen, also die haben das halt am Balkon irgendwie stehen, das ist das komische Gerätchen da. Ne? Aber ja, das. So wie ich das gerade habe, ist es auch. Ich habe einen im Wohnzimmer, ich habe einen im Schlafzimmer. Ganz ehrlich, passt schon. Besser als nix, ja. Einzig Behinderte ist halt gerade, dass ich es jetzt nicht laufen habe, weil ich hier Stream mache. Das ist halt ein bisschen laut, ne? Man mit Kopfhörern geht's und so, aber ihr würdet jetzt da auch nichts hören, aber für mich wäre es irgendwie ein bisschen. Ja. Ja, ich sehe nichts. Das habe ich eh nicht irgendwie an der Wand draußen. Also am Balkon halt, ne? Müsste ich's, ne? Ohne so ein Ding könnte ich gar nicht streamen bei den Temperaturen. Ja, die. Hier meine 4090, die hat zwar drei Lüfter, aber die ist mehr am Heizen, ha? Wobei die meiste Zeit dreht sich der Scheißlüfter irgendwie nicht einmal, weil ich eh nichts mache, aber ja. Also PC. Wäre irgendwie schön, wenn der PC kühlen könnte, ha? Im Sommer kühlen und im Winter heizen. Das wär's. Net 5, kein Net 5. Jeez, wir haben nicht einmal noch die Hälfte an Mystical Scrolls. Also das ist einfach zu viel, ha? In einer Stunde 15 fängt Siege an. Scheiß auf Siege, ha? Was apropos, was sagt eigentlich zu der Siege Map, ha? Mit den neuen Layout da, dieser eine Tower da in der Mitte. Schmutz, ja, ich, also, wie kommt man auf das? Oha. Ha. Dupe, ha? Dupe, wie auch immer. Aber wenigstens mal ein Net 5 wieder. Wahnsinn. Ich verstehe es auch nicht, dass sie es gemacht haben, aber bitte. Weil du musst irgendwie, keine Ahnung, du musst irgendwie immer so zittern, wenn die Gegner irgendwie den Vierer Tower da getaggt haben, ne? Können ja fast irgendwie alles dann halt nehmen. Von Full Cut bis, weiß ich nicht, 8 Basen oder so, nur mit dem einen Tower halt. I don't know. Da hätten sie, weiß ich nicht. Wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn sie da so 10 Defenses reingepackt hätten. Ne? Wenn du der Tower, wenn da 10 Defenses drinnen sind. Wäre jetzt irgendwie auch noch scheiße, aber hey. Okay, eine Shizuka als Dupe. Da kommen meine Net 5 wieder. Wir lesen Zeit. Sagen hier meine Guildies. Okay. Hat irgendwer mitgezählt, ha? Wie viel sind wir jetzt? 15, 16? Steppert, hä?
Ich merke irgendwie so richtig, so irgendwie wird es die ganze Zeit so wärmer. Ist voll unangenehm. Könnten halt schon fertig sein, ne? Wenn wir so einen 100er-Button hätten. Irgendwann kommt aber. Keine Ahnung wann. Dauert einfach zu lang. 4000 Scrolls. 4000 unnötige Scrolls. Okay, das Ding ist da. Schreibt mal irgendwas, ha? Ist langweilig sonst. 2000 Scrolls sind wir durch. Und dann kriegen wir ja irgendwie noch einmal 360 geschenkt, ne, von dem Event. Oder noch mehr. Kriegt man nicht irgendwie, wenn man die neuen Units beschwört, irgendwie auch was zurück? Ja, oder? Haben sowas im Hintergrund. Ja, hier komischen Lummel-Dungeon oder so, glaube ich. Extra für den. Na, Wahnsinn, ne? Das brauche ich, ha? Wie wäre es mit extra LD-Units? Das wäre mal was. Retail oder Classic? Ja, Classic SOD, ne? Also Season of Discovery. Cutter Hunter plus Heal Parler. Ah, ich spiele Priest und Hunter. Aber keine Ahnung, ist irgendwie so. Keine Ahnung, ein paar Wochen irgendwie Spaß und danach ist halt einfach fad, ne? Jetzt so nichts mehr irgendwie zu tun. Da halt irgendwie einmal in der Woche Molten Core irgendwie raiden, zweimal in der Woche irgendwie Onyxia, World Bosse und wieder ausloggen. Und warten, bis neuer Content kommt. Aber ja, hier mit Ende August kommt ja hier Vision of Mana. Keine Ahnung, ob ich das was sagt, ne? So Secret of Mana und so. Das werde ich auf jeden Fall checken. Ich müsste halt eigentlich Elden Ring weitermachen, ne? Ich spiele hier komisches DLC von Elden Ring auch, aber keine Ahnung. Ich will gar nicht sagen, dass mich es nicht freut, aber ich mach's halt einfach gerade irgendwie nicht. So, wir haben mal wieder Zeit für Net 5. 2000 Scrolls haben wir fertig. Wir sind das jetzt ungefähr bei der Hälfte. Fuck. Mit Chloe. Kannst du dir vorstellen, ha? Früher irgendwie 4000 Scrolls. Unvorstellbar. Heute 4000 Scrolls, einfach nur nervig, was zu lange dauert. Sag ja Retail-only PvP. Wie lange gespart? Ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß eigentlich gar nicht so. Ich habe halt zwischendurch irgendwie mal ein paar Dings auch aufgemacht. Also hätte ich irgendwie seit dem letzten Mal sammeln alles halt gesaved, hätte ich halt irgendwie noch mehr, also halt hauptsächlich halt irgendwie halt die Scrolls, ne? Hätte ich halt mehr. Ich habe irgendwie bei dem Event in Wien da den einen Kollegen da irgendwie, weiß ich nicht, was waren, 10, 12, 13 LD Scrolls irgendwie aufmachen lassen. Und irgendwie selber habe ich irgendwie auch ein paar aufgemacht, aber ich weiß nicht, halt Mystical Scrolls glaube ich irgendwie ich halt seit dem letzten Mal halt irgendwie gespart, ne? Keine Ahnung, wann das letzte Mal irgendwie war. Wahrscheinlich, wie die Fettis rausgekommen sind oder irgendwas dazwischen. Ne? Keine Ahnung, ja. Aber ja. Ein paar sind noch irgendwie dazugekommen von dem ein oder anderen Pack irgendwie letztens. Mal irgendwie wieder so ein bisschen gegönnt, ne? Nicht, dass irgendwie kommt, was irgendwie bankrott geht. Weil ich ihm jetzt free to play bin. Ich glaube irgendwie, dass die Zahlen irgendwie so ein bisschen runtergehen bei ihnen, ha? Was irgendwie so das
das Geld irgendwie angeht. Ich glaube, irgendwie das ist so ein Grund, warum sie irgendwie die Crystals da irgendwie gebufft haben. Bei den Packs, ne? Jetzt kriegst du irgendwie immer 3000 Crystals statt irgendwie 2500 oder 2,6, ne? So als kleiner Anreiz irgendwie. Also. Ja. Weiß ich nicht, ha? Kommt irgendwie eh so vor, als ob das Spiel irgendwie so. Es ist. Werden halt irgendwie gefühlt immer weniger Leute, ne? Immer mehr Leute hören halt auf. Keine Ahnung, wann 20. Jubiläum erleben. Vielleicht in Summoners War 2 oder so. Könnten Sie sich vorstellen, ha? Noch einmal irgendwie angenommen, es kommt so Summoners War 2 raus. Würde irgendjemand mit Summoners War aufhören und Summoners War 2 spielen und wieder alles so rein cashen und so viel farmen und weiß ich nicht. Werde auch nicht mehr cashen, habe diesen Monat echt gut was reingesteckt. Ja, ich glaube, bei mir waren es 900 Euro oder so. Aber ich habe davor irgendwie schon länger halt irgendwie nicht mehr irgendwie wirklich. Bis auf irgendwie so Daily Packs und TOA und so ein Scheiß, aber. Mein Ding ist halt, ich will halt irgendwie so kein Pack mehr kaufen, wo halt Devilmons dabei sind, ne? Ich bin irgendwie, weiß ich nicht, bei 360 Devilmons oder so. Und du zahlst halt für die Devilmons, ne? Und nur Daily Packs. Ich wünschte, sie würden irgendwie mehr Daily Packs machen, ganz ehrlich. Also ich find Daily Packs auch mega nice, ja. Sind halt irgendwie so die meisten Crystals halt, ne, fürs geringste Geld. Oha, schon wieder ein Dupe, ha? The Lord. Oder Angel. Hallo Nicole. Wahnsinn, haben wir schon von den 9 Units da irgendwie 2 Dupes, glaube ich. Wer ist nachher mit irgendwie Dupe? Dupe Neftis und Dupe Maximilian. Scheiß drauf, Hauptsache einen, braucht kein Dupe irgendwie davon. Falls wir da jemals fertig werden. 1400 Scrolls. Also 140 Puls noch. Und dann die Collecten. Und dann Elemental Scrolls. Ne, das sind irgendwie auch 300 oder so. Wie viele LDs hast du? Zu wenig. Und vor allem zu wenig, was ich irgendwie haben will. Ich weiß nicht, was ich habe. Was habe ich irgendwie? Maya. Seraph, Unser, Mokbul, ach komm, ja. Hier, geht schneller hier, wer ist der Nigong, Seraph, Dark Devil, der Typ der Maya, Mokbul, Unser, Chara, Viva, Chel, Han und Sala, Digga, den Typen habe ich nicht einmal irgendwie noch gemaxlevelt, weil er so scheiße ist. Was war auf YouTube los? Und keine Ahnung, PC ist irgendwie so eingefroren, also wirklich komplett, ja. Hat irgendwie noch nie gemacht. Keine Ahnung, Bastardo da rechts neben mir. Keine Ahnung, komplett irgendwie so eingefroren, also gar nichts ging mehr, nicht einmal Maus bewegt, alte 4, Steuerung alte 4, gar nichts, I don't know. Deswegen habe ich es jetzt irgendwie lassen. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwie daran liegt, aber ja, keine Ahnung. Kann halt irgendwie nichts, so. Ich hasse das irgendwie, wenn ich überhaupt irgendwie so, ich hasse das, wenn irgendwie am PC irgendwas halt nicht geht, so wie ich will, ja. Und wenn es dann irgendwie so gerade Stream jetzt irgendwie anschmeißt und auf einmal, nach keine Ahnung, 10 Minuten hängt sich das Ding irgendwie auf. Ja. Wird mir gleich noch wärmer, ha? Okay, der Typ da. Wo sind meine ganzen Net 5s jetzt, ha? Schlechte Rate irgendwie. Anfang war gut. Oh, da haben wir eins. Das ist, glaube ich, mein. Ich weiß. Also, entweder ist mein 4. oder mein 5. Dominik. Aber. Ich habe irgendwie 3 Dominiks gebaut.
Benutze ich irgendwie eh nicht mehr. Den vierten, glaube ich, brauchen wir nicht. Okay, schon wieder der Typ da. Aber eh gut, ha? Jedes Dupe 3 D-Scrolls mehr. Heute könnte man ja wirklich mal. Heute könnte man ja wirklich mal irgendwie Net 5 bekommen. Nochmal hier. Zweimal Neftis hintereinander gezogen. Alter, geh weg. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Würde ich beide behalten oder ein Segen? Ich glaube, ich würde. Also schon so aus Prinzip einfach, ja. Bann. Ja. So aus Prinzip einfach schon würde ich halt einfach beide behalten. Oder halt die zweite auch behalten. Ja, so einfach, weil ich halt seit Ewigkeiten sage, dass ich Neftis will, ja, würde ich behalten. Aber das Ding ist, ich würde die sowieso behalten, weil einfach eine zweite Neftis. Du brauchst halt eine zweite Tiana oder so, sage ich einmal irgendwie, ja. Aber gerade irgendwie ein Siege halt eben, ich glaube, unschlagbar halt. Weil halt Neftis halt immer ihren Scheiß landet. Ich meine, das soll ja irgendwie keine Tech-Buff, ne? Da wegen Galleon. Aber Neftis landet halt immer den Defense-Break, also ich würde ab Talisman, naja, dann hat sich's eh erledigt. Na, also ich würde eine Dupe Neftis würde ich irgendwie nicht feeden. Na, glaube ich nicht, weil das war ja damals irgendwie ihr Buff, ne? Dass das eben alles landet. Das war ja nicht immer so, ne? Ich weiß ja gar nicht mehr, wie. Keine Ahnung mehr. Neftis war ja nicht immer so, ne? Dass sie alles landet. Die war ja am Anfang gar nicht so gut. Die wurde ja dann halt einfach gebufft. Wie läuft's bisher? Gar nicht so übel, würde ich eigentlich sagen. Also wir haben echt hier. Wo sind wir da? Da haben wir angefangen. Was haben wir schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, 17 Net 5 sind 2500 Scrolls. Ist nicht übel, würde ich sagen. Also auf jeden Fall überdurchschnittlich. Ausnahmsweise mal. Besser als deine. Ja, aber das Ding ist einfach, das ist ganz ehrlich. Von mir aus bekomme ich irgendwie in 4000 Scrolls nicht ein einziges Net 5, ja? Wenn ich dafür irgendwie 3 LD Net 5s bekomme, die ich irgendwie haben will, ja? Die normalen sind mir ehrlich, das. Was ich da irgendwie bekomme oder nicht bekomme. Ich habe mir eigentlich auch eben urlange Zeit gelassen, ne? Ich meine, einfach weil ich irgendwie diese neuen Units gar nicht haben will, ne? Also Überlegung war wirklich, ob ich nicht einfach irgendwie bis zum nächsten Ding warte, aber ja, das wird dann irgendwie, weiß ich nicht, noch ein paar Monate dauern, bis irgendwie neue Units rauskommen. Zu Weihnachten oder so wahrscheinlich irgendwie, können irgendwie wahrscheinlich neue rauskommen. Also, ich habe es eh nicht so mit warten eigentlich. So, wen haben wir da? Na schau. Nur 18. Und er ist neu und ich habe keine Ahnung, was der kann. Attack Lead 38%, ha? Greift alle Gegner an, um ihre Max-HP um 50% des zugefügten Schaden zu zerstören. Zusätzlich wird die Angriffsleiste des Gegners proportional zu seinem zerstörten HP absorbiert. Dieser Angriff landet immer als kritischer. Greift den Gegner zweimal an, der erste Treffer verringert die Verteidigung für 2 Runden, der zweite zerstört die Max-HP. Okay, das ist der Typ, der was hier Max-HP zerstört. Na gut. Zu Weihnachten gibt es einen Free LD Net 5. Wir haben ja gerade erst einen Free LD Net 5 bekommen, ne? Ich finde es schade, also ich irgendwie glaube ich nicht mehr, dass jemals sowas kommt, irgendwie so eine
Eldenet 5 Transcendent Scroll. Also wenn, dann hätte es jetzt irgendwie zum 10-Jährigen kommen können, oder? Nicht einmal da irgendwie. Keine Ahnung. 200 Euro, gib ihm. Bam. 500 Euro und du kannst ja eine Eldenet 5 aussuchen. Ich schwöre, ich würde es, ohne zu überlegen, mache ich sofort. Aber es wäre wahrscheinlich zu übertrieben. Dann hätte wahrscheinlich wirklich jeder irgendwie so Neftis und Maxi und so. Das 10-jährige Nerd kommt das ganze Jahr. Ja, dann halt Events, ne? Gibt die Hoffnung nicht drauf. Na, ich... Keine Ahnung. Ich glaube irgendwie nicht, dass das... Vielleicht kommt da mal irgendwie eine LD... Legendary Scroll, ne? Halt irgendwie so 4-Star halt garantiert und halt vielleicht ein 5-Star, aber eine LD Transcendent Scroll glaube ich irgendwie nicht mehr. Ich würde Maxi nehmen. Ich auch, glaube ich. Weil Neftis ist halt so. Neftis macht halt irgendwie danach nichts, ne? Macht halt Debuffs und das war's halt. Aber Maxi macht halt irgendwie Schaden und halt Debuffs, aber dafür halt nicht. Nicht hundertprozentig, ne? Zehn Jahren scrollen. Keine Ahnung, da kam überhaupt nichts bei mir raus. Ich weiß, da war irgendwie... Für manche Leute waren die total übertrieben. Was ist jetzt los? Herrster, what the fuck hier? Bin ich noch da? Hallo? Ja, keine Ahnung, irgendwie mein WLAN hat sich irgendwie, was weiß ich, ja, das ist, keine Ahnung. Tu mir einfach so, als ob irgendwie nichts war, ha? Was geht ab, ha? Okay, Wahnsinn. Langsamstes Summon-Dings ever. Aber okay, es funktioniert wieder oder immer noch. Kämpferin des magischen Ordens, gut. Tja, das Ding ist einfach, Ich habe keine Ahnung, was die macht, ha? Sag mal, was die macht, dann kann ich dir sagen. Ich will jetzt irgendwie nicht nachschauen, weil ich will... Wir wollen da fertig werden, ha? Wir wollen einmal zu den spannenden Dingen kommen. Aber ich glaube nicht, oder? Das ist nicht Licht-Ciri. I don't know. Da, ganz ehrlich, da blicke ich auch nicht mehr durch. Ja, was irgendwie Ciri ist, wer Triss ist und... Okay, Licht-Ciri. Kannst du mal irgendwie sagen, was macht der dritte Skill? Ich weiß nur, der Light-Hacker ist gut. Keine Ahnung, was irgendwie Ciri macht. Passive. Achso, ich glaube, ich weiß schon, ha? War da nicht irgendwas mit den Debuffs oder so? I don't know. Sag einfach, was irgendwie ihr Passive macht und dann wissen wir es eh. Das ist halt immer so ein Problem, ne? Wenn der dritte Skill irgendwie ein Passive ist, muss er halt einfach gut sein, ja? Weil sonst
Ja, schau dir Maya an. Maya hat ein Passiv und das ist absolut Rotz, ja. Das macht halt einfach so gar nichts irgendwie. Und deswegen ist Maya auch einfach nur scheiße. Aber wurde gebufft irgendwie. 5% mehr Damage, glaube ich. Oh, Lightning. Komm mal. Weg, weg, weg. Also komm, ha, wo ist die Light Ciri? Nachdem du den Gegner bei deinem Zug angegriffen hast, wird zusätzlich zweimal Eingriff und Schaden so zuzufügen, dass sich erhöht in niedriger der HP-Zustand. So, ja, keine Ahnung. Muss halt irgendwie, glaube ich, stacken, ne? Dauert halt irgendwie ein bisschen und weiß ich nicht, wie gut halt die Schaden ist. Das kommt halt so. Kommt halt irgendwie drauf an, ne? Wenn wir ihre Multiplier irgendwie sind, keine Ahnung. Aber mehr als Damage, glaube ich, macht sie ja dann irgendwie nicht. Depp, der gefühlte Sauna bei mir. Ignoriert Defense. Na dann OP, okay, ja. Sind nicht die mit AOEs dann für zwei Runden? Nein, die hatten ein Passiv, dass sie da irgendwie Attack Speed bekommt, ne? Ja, mit Neftis ist alles gut, Stripper und halt irgendwie AOE Damage. Nimm Seiros zum Beispiel, ja? Seiros ist so insane gebufft worden, macht so viel Schaden. Braucht nicht einmal mehr irgendwie einen Tech Buff groß. Keine Ahnung, wenn man Zeros hittet, irgendwie, weiß ich nicht, dafür 70k oder irgendwie so manchmal. Und der ist nicht einmal irgendwie so Full YOLO. So, 700, ha? Wir nähern uns langsam dem Ende. Ganz langsam. Ja, wenn du einen Seraph hast, plus Neftis, plus Tiana, GG, ne? Gibt wohl irgendwie keine geilere Unit, als irgendwie mit einem Seraph halt zu cleaven. Aber ist halt auch nicht so einfach, weil bei uns irgendwie da im Siege steht immer irgendwie so Speed Lead und halt irgendwie schnelle Units halt, ne? Muss halt irgendwie schauen. Aber wenn du Neftis hast, wenn du irgendwie einen Stripper hast, GG. Kann nichts schief gehen. Neftis, Tiana, Seraph und Feuer, der Meisterin. Okay, aber kannst halt keine vier Units im Siege stellen, aber halt die Arena oder was? Light Drain auf Crit Damage. Ja, sicher auf Crit Damage. HP, Crit Damage, Attack, HP, Crit Damage, HP am besten, ne? Und sind halt Speed in den Subs. Oder halt Speed, Crit Damage und HP. Was aber wahrscheinlich eher der Fall sein wird. Am besten halt noch irgendwie auf Rage oder so, ne? Oha, wieder Triple Lightnings und kein Net 5. Gönn dir Neftis und Seraph zusammen. Ich hab schon Seraph, aber. Jo. Braucht halt gute Runen, ne? Also meiner zum Beispiel. So schaut halt meiner aus, aber das Ding ist halt, ich spiele ihn halt nur für Dungeon Teams, ne? Ich weiß nicht einmal, wo ich ihn. Ich glaube, ich spiele ihn eh nur in den neuen Artefakt Dungeon. Zorn, Energy oder Will? Euer Offset eigentlich egal. Wenn du Turn 1 bekommst, ist Offset egal, ne?
Wenn du jetzt halt wirklich irgendwie mit Tiana spielst, solltest du schon irgendwie Turn 1 bekommen. Wenn nicht, halt natürlich Will. Und meistens hat man halt irgendwelche Broken Runen halt, die halt mega OP sind, ne? 40 KP. Irgend sowas, ne? Rage Will. Ja, das stimmt, ne? Das könnte halt irgendwie schwer werden, wenn er halt irgendwie nicht Lead ist, ne? Auf die 100 Crit Rate. Jesus, schon wieder der Typ, ha? Den haben wir jetzt zum dritten Mal. Gibt es keine anderen mehr? Ha? Habe ich irgendwie schon alle? Also braucht Tiana viel Speed und Crit Damage. Jesus, schon wieder eine Shizuka. Wahnsinn. Ja, Tiana will ich auf jeden Fall auf Crit Damage bauen. Tiana braucht ja kein Crit Rate mehr, ne? Zweites, aber das Ding ist, eigentlich sollte alles halt tot sein, nachdem Seraph reingekommen ist, ja, wenn überall Deathbreak oben ist. Tiana Crit Damage ist halt mit Poseidon zum Beispiel, weil Poseidon halt Attack Bar Reduce hat. Neft ist auf Qual. Das Ding ist halt. Ich sage ja, wenn du wirklich mit Tiana Seraph spielst, sollte eigentlich danach alles down sein, ja? Wenn nicht, hast du eh ein Problem und dann hast du irgendwie zu crappige Runen oder irgendwie das falsche Team halt, ne? Ja, meine Tiana, glaube ich, weiß ich nicht, kann irgendwie für 40k oder so critten. Ja. Artefakt irgendwie Skill 2 Crit Damage und GG. Ja, keine Ahnung, kommt, weiß ich nicht, halt, kommt halt drauf an, was du für einen Bereich dann so irgendwie spielst, ne? Das ist. Oh. Warum sind wir noch nicht fertig mit den scheiß Mystical Scrolls, ha? Kannst du eine Menge die kaufen? Weiß ich nicht, schauen wir mal, ja. Ein paar werden es schon sein. Also wir werden schon auf die 100 irgendwie kommen, so insgesamt. Hoffe ich. Jo, ich weiß. Mache ich dann, wenn wir da fertig sind, da die Event-Dinger. Die ballern mal alle raus. Ich quäle euch da genauso. Ha? Ihr müsst alle irgendwie zuschauen. Wie findest du Kovacic? Wurde er jetzt irgendwie in SWC irgendwie öfter gepickt, ne? Ja, wenn sie mal irgendwie drankommt, eigentlich eh ganz gut. Ich meine, 3 Runden Immunity und 3 Runden Attack Buff ist ja eigentlich OP, aber. Irgendwie so meistens kommt die halt irgendwie gar nicht dran oder was halt, ne? Oder sie kommt dran und wird halt irgendwie danach gleich gestrippt, ne? Und ich weiß nicht, ob ich die irgendwie in Siege oder so spielen würde. Wahrscheinlich irgendwie nicht, also. RT-Unit. Keine Ahnung. Warum nicht? Warum nicht irgendwie eher so das Wasser-Pudding-Ding zum Beispiel spielen? Also ja, keine Ahnung. Schwer irgendwie zum Usen, glaube ich. Aber ich finde sie nicht so übel. Aber ich will sie auch nicht haben. Nicht einmal mehr 400, ha? Was hältst du von Dunkellicht Okkult? Ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie nicht so der Lore-Fan. Ich meine, es ist nicht übel. Aber ich finde irgendwie so ein bisschen. Keine Ahnung, ein bisschen überbewertet, ha? Ich finde immer schade, dass die Leute so einen fetten Base-Speed
Strip halt picken und danach halt nie irgendwie so ein Follow-up haben. Und ja, Nikki ist OP. Aber Nikki wurde jetzt auch genervt, ne? Bisschen weniger Damage oder was, gell? Irgendwie ein Hit, glaube ich, weniger am dritten Skill. Aber Nikki ist nice, ne? AOE Damage, Attack Buff. Mega fetter zweite Skill Healing. Hätte ich sehr gern. Ah, ich nicht, aber. Aber sie nicht. Nee, sie ist auf jeden Fall, also. Nicht übel. Gibt Schlechteres. Ein schnellstes Swift-Set. Hallo, Asmo. Keine Ahnung, ich glaube, auf Wounds oder so komme ich auf 230 Speed. Und der Wasser-ECU hat 229 bei mir. Oh. Haben wir auch schon, gell? Wahnsinn! Neue Units und wir ziehen da schon Dupes, hä? Julian und Maxi. Julian ist auch insane. Was kam bisher? Eins, zwei. Aber hier das Dings der Bumster, das Dings der Bumster. Der Kollege, ein Teschar. Dann haben wir hier unseren neuesten, den ersten da von den neuen gezogen, aber den haben wir gerade irgendwie Duke gezogen. Den Typen da in Wasser, den haben wir dann irgendwie noch zweimal gezogen. Den da. Den in Wind. Legmaron, Wasser Angels. Den Kollegen da. Molong, eine Beth. Dann haben wir wieder den Wasserkollegen, eine Shizuka. Jesus, den haben wir auch Dupe gezogen. Wahnsinn. Dupe Dominic. Den Typ da, wieder den in Wasser, wieder Shizuka und wieder den da. Ja. Oh, den Molong nehme ich gern. Ich muss irgendwie aufhören. Ich habe letztens das Siege-Video, ist halt noch nicht fertig irgendwie zum Anschauen. Schon wieder verloren irgendwie mit Bollwerk Molong Team. Muss das irgendwie raushauen, keine Ahnung. Irgendwie mehr gefailt, als irgendwie gewonnen hat in letzter Zeit. Also ja, kannst haben den Molong. Jupp, der Plan, mehr LDs. Ah, Fiden nicht, aber. Ja. Und einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, bessere Runen oder halt irgendwie gegen halt andere Teams halt irgendwie stellen. Aber ich habe halt nicht verloren, weil es irgendwie. Das falsche Team gegen die falsche Defense war. Ich habe halt wieder mal verloren wegen halt unendlichen Bio-Procs. Wie verliert man irgendwie sonst? Feuerfett hier habe ich. Ja, Feuerfett hier halt. Oh. Neu. Feuerfett hier kannst du halt den. Er hat halt so ein Dings, ne? So einen eingebauten Destroy halt. Also gegen irgendwelche tanky Teams halt. Oder Firefetti, Nora und Rika. Sind ja auch ein ziemlich cooles Team, aber wir sind ja auch ziemlich risky. Aber wenn es funktioniert, ist cool. So, wo sind noch ein paar Net Fives, ha? Huh? War gar nichts eigentlich dabei, was ich irgendwie dupe-mäßig behalten würde. Sobald Light Phoenix. Na. Ja, der ist mega OP, ja, aber das Problem ist halt wirklich sein Base Speed. Ne? Was hat er, glaube ich, 98, ne? Ich hab letztens gegen irgendwie den Alte gespielt, der auch den. Ich habe beide da gepickt, Chara und der Light Phoenix. Aber er wurde halt einfach outgespeedet, ja. Das ist halt ja. Molong, Dominic und Luis. Ist das ein Five-Star? Ja, gell?
Okay. Das nächste von den neuen, was Dupe ist. Ja, 98. 98 Bass Beats Stripper kannst halt, ist halt nicht zum Gebrauchen halt, ne? Das ist halt einfach irgendwann halt, vielleicht kommt es halt irgendwie ein bisschen hoch, aber irgendwann, sobald da irgendjemand halt irgendwie Effner und Sekhmet halt irgendwie pickt. Ich weiß, wie es bei Jogan halt war, ja? Ich habe ja früher mit Jogan gespielt, der hat irgendwie auch nur 102 oder 103 Bass Beat. Leute haben Wunzer gebannt und jedes Segment hat mich halt outgespeedet. Hat keine Chance irgendwann. Ist halt leider so. Ist halt einfach zu OP, diese Units mit, weiß ich nicht, 115, 117, 119 Bass Beat. Das hat keine Chance mit so Units, die irgendwie 100 Bass Beat haben. So, gleich sind wir fertig, ja? Scheiße, eine Scroll zu wenig, dann wären es 69 gewesen. Yay! Noch ein Dupe. Frage, ob wir den nicht irgendwie aufheben sollen, ha? Er ist halt so behindert. Wer weiß, vielleicht werden die irgendwie so gebufft und sind danach irgendwie mega gut, weißt? Weiß keiner. Warum dauert es so lange da jetzt? Jesus, ha. Dauert eh schon lang genug und dann dauert es irgendwie noch länger. So, lass ihn mal irgendwie da drinnen parken. Also auf die Planet 5 da. Na gut, ja. 3628 Scrolls haben angefangen. Und das ist gerade unser letzter 10er Pull. Gott sei Dank. Hat irgendwie so eine Stunde oder was gedauert. So, geh weg. Wo ist das? Da sind wir, ha. Ja. Keine Ahnung, wie viel wir kriegen. 412. 51 Collab Units haben wir bekommen. Vor 20. Wahnsinn, ne? Da geht es sich dann genau. Ne? Wobei, da kriegen wir noch einmal. Da kriegen wir noch einmal 42. Ha? Und dann kriegen wir noch einmal 4 von den 42. Also sind wir wirklich, ha, über 4000 Mystical Scrolls und irgendwie so knapp 300 Elemental Scrolls. Da müssen wir Legendary machen, alle Legendary Attribute, dann müssen wir Dupes feeden. Und dann können wir endlich LDs aufmachen, ha, das geht sich nie aus, bis irgendwie Siege anfängt, glaube ich. Aber macht nichts. Jesus, schon wieder so ein Typ Dupe, ha? Da wie viel der? Keine Ahnung. Dupes ohne Ende, ha? LD ist wichtiger als Siege. Jo. Auf jeden. Vor allem, wer weiß. Wir hatten ja letztens auch wieder so ein One-on-One-Siege. Habe ich irgendwie so ein bisschen mal. Normalerweise schreibe ich nichts im Chat. Oh, Miles. Aber da habe ich es eh gesagt. Ne? Wir hatten Skyfall und Okitokina. Und Okitokina gleich instant halt One-on-One gegen uns. Und ich habe es halt mal irgendwie reingeschrieben. Und da meinte so der eine Typ, ja, es ist halt irgendwie so Contours Schuld, ne? Das ist halt irgendwie One-on-One. Und ich sage einfach so nein, weil. Keiner zwingt euch halt irgendwie, dass die halt One-on-One gegen uns machen, ne? Hat dann eh nichts mehr drauf gesagt. So. 300, ha? Da gehen sie noch mindestens zwei Net 5s aus, ha? 2
zwei Dupes. Haben wir eh, also. Ich glaube, die Net 5-Rate war heute wirklich ganz, ganz okay. Kann man sich nicht beschweren. Vielleicht bekommst du einen Treu für Siege. Vielleicht. Ich glaube, es wäre mal wirklich, also so. Wäre mal wieder Zeit. Ich meine, es sind ja wirklich gar nicht so wenig Scrolls eigentlich. Dritter Chara. Wäre mir lieber als irgendeine Drecks-Unit. Dann hätte ich wenigstens ein LD-Blessing. Und dann habe ich irgendwann vielleicht die Wahl zwischen Neftis und Maximilian. Dark Devil. Ja, ist mir auch scheißegal. Dann ist halt auch ein Dupe. Ja? Dann kriege ich halt auch ein Blessing. Aber wäre mir lieber als irgendwie sowas halt wie eine Seimei zum Beispiel. Craig so nice. Ja, aber Base Speed von ihm halt einfach, ne? Das ist. Du kannst halt nicht Turn 1 spielen mit solchen Units halt irgendwie, ja? Deswegen finde ich zum Beispiel. Mogul wäre halt so geil, weißt du, wenn man halt Mogul. Ich hätte Wunzer und Mogul zum Beispiel, aber ich würde wahrscheinlich nie wieder outgespeedet werden, so ungefähr, ja? Aber Mokul kann halt nix. Im Blessing dann Doppeldupe. Tja, dann ist halt ein neues Blessing, ne? Ja, sicher, ne? Was hätte er dann, glaube ich, mit Speed Awakening 113 Base Speed? Wäre okay, ne? So, die Hälfte von den 300, ha? Huh? Wir broken. Will ich gar nicht sagen, warum, weil schon. Du hast keine Ahnung, Ziballa, du hast Efner, du hast Segment, du hast einen Triton halt irgendwie, die alle so einen High Base Speed haben. Nur er ist halt, wenn du irgendwie auf Cleave spielen willst und halt irgendwie Turn 1, ist halt nicht zu gebrauchen, ne? Aber ja, ist mir auch scheißegal. Will ich auch nicht haben, die Unit. Wieso willst du keine Same, ey? Alter, weil ich irgendwas haben will, was Spaß macht, irgendwas, was lustig ist, irgendwas, was... Was irgendwas Besonderes kann, Sarah 2 oder so von mir aus, ja? Aber nicht so langweilige Units wie auch nicht Gurka, ohne Spaß. Langweilige Unit einfach, die halt nichts kann. Also die Liste an Units, die ich nicht haben will, ist so viel länger als die Liste der Units, die ich haben will. Raoul, ja. Auch nicht. Kein Raoul, kein Shazam, kein Dark Dragon. Keine Lima, wobei Lima ja noch gut wäre, ja. Weiß ich nicht, was. Kein Ragdoll, kein. Wie heißt der Typ in Light? Kein Jäger. Dark Monkey. Weiß ich nicht. Ja, ich finde Dark Monkey und Light auf. Ich finde die Unit nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich sie haben wollen würde, weißt? Kiki wäre nice, Kiki würde ich nehmen. Kiki ist halt insane für Siege, ja. Kiki wird halt in Alt-Tier leider immer gebannt irgendwie. Frag mich warum. So. Na, Lucifer möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht irgendwie dieses Leo-Lucifer-Scheiß spielen. Veronica möchte ich auch nicht mehr. Veronica wurde so dermaßen hart genervt mittlerweile. Also Veronica hat ja jetzt irgendwie schon den zweiten Nerf bekommen, ne? Irgendwas Neues. Jeez, das schaust du an, ha? Kriegen wir da noch eines, ha?
Chiana ist jetzt, muss ich sagen, irgendwie wieder interessant halt, ne? Nach dem S3 Buff. Ekelhaft, hat Tomoe. Und weil halt irgendwie Chiana S3 gebufft wurde, habe ich irgendwie so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht einmal Wunsa S3 gebufft wird. Jo, was ist das für ein Ding? Ist das die Triss? Feuer Triss? Scheiße, was ist das, ha? Huh? Das ist doch Crap. Was ist das für eine Scheiße? Ach. Aber ist neu. Kann ich nicht fielen, aber ist doch Crap, ha? Huh? Scheiße. Okay, Jesus, ha, wir sind fertig. Wir sind fertig mit Mystical Scrolls. Wahnsinn, oder? Ich glaube, wir sammeln irgendwie schon seit 1,5 Stunden oder so. Müsste eigentlich hinkommen, mit ein bisschen Pause dazwischen, ungewollt. Gleich, ha? Ein paar Minuten, dann haben wir es irgendwie geschafft. Kriegen wir dann auch irgendwie einen Byung-Chul, ha? Hallo Steven. Shooter oder irgendwas anderes. Naja, ein bisschen WoW spiele ich gerade irgendwie wieder. Elden Ring habe ich irgendwie angefangen, DLC, aber irgendwie jetzt auch schon irgendwie lange nichts gespielt und halt irgendwie Ende von Monat kommt Vision of Mana. Nein, ich glaube nicht, dass ich hier The War Within spielen werde. Also ich bin da mehr so Klassik unterwegs, ne? Season of Discovery spiele ich halt. Ich weiß nicht, mir gibt irgendwie Retail. Er ist so komisch geworden, ich weiß nicht. So übertrieben einfach. Ich habe irgendwie Retail vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten gespielt. Und Rogue gespielt und es war so anstrengend, irgendwie 700.000 Knöpfe alle 5 Sekunden zu spielen. Oder zu drücken. Hallo Summer. Schon mal Retail. Oh, eine Segment, ha? Nice Tube. Na, glaube ich nicht, ha? So viele Mysticals werden wir irgendwie nicht mehr kriegen. Red Neftis. Skill-Ups. Soll ich dir zeigen, was ich Skill-Ups habe? Ich brauche nie wieder irgendwie Skill-Ups. Nie wieder. Niemals, jemals wieder. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht noch einmal das wöchentliche Devilmon von Arena irgendwie kaufe, weil... Schon öfter geträumt, dass ich Neftis bekomme. Habe ich noch nie geträumt. Aber wer weiß, ha? Hast du das nicht manchmal irgendwie auch? So, du träumst irgendwas, ja? So irgendwie quasi, du träumst irgendwie so, was in Zukunft passiert, du kannst es aber irgendwie nicht beschreiben, ja? Aber wenn es dann passiert, dann bist du irgendwie so, dann weißt du irgendwie, das hast du irgendwie so geträumt. Macht das irgendwie Sinn? Weißt du, was ich meine? Ich habe das irgendwie ein paar Mal, das ist so, dass ich irgendwas träume, ich kann mich aber daran irgendwie nicht erinnern. Wenn es aber dann passiert, dann weißt du, irgendwie so, total komisch irgendwie, ja. Okay, bin ich scheinbar nicht der Einzige, ja. Aber ich habe noch nie irgendwie von Neftis geträumt, also ganz ehrlich, keine Ahnung.
Ich träume halt immer irgendwie von Rothaarigen oder so. Vielleicht muss ich mal irgendwie an NFTs denken, bevor ich schlafen gehe. So, ein paar noch, ha? Komm, ha? So, letzter 10er Pull. Gehen wir da noch was? Betty. Useless, useless, okay. Machen wir die irgendwie noch fix. Und schon wieder kein Platz, ha? Das dauert schon wieder so lang. Weg mit euch. Okay, die letzte Elemental. Schauen wir nochmal. Was kriegen wir da? 40 oder so, ne? 6? Okay, haben wir schon gemacht. Ne? Okay, dann. Scheiß auf die. Interessiert mich nicht. Na dann, achso, hier, lass irgendwie die aufmachen. Vielleicht kriegen wir da mal irgendwie ein LD von denen. Wassertyp. Fire to see. Ist der Light? Wind? Fick dich. Jo, wieso? Der hat doch Light Haare, ha? Okay. Dupe. Wer ist sie? Okay, sie ist neu. Verringert deine HP um 5% und die HP aller Gegner um jeweils 15%, wenn du beim Erhalt eines Zuges einen schädlichen Effekt besitzt. Ich hätte auch geglaubt, ich hätte gesagt, das ist ein LD, nicht 5. Ha? Er hatte weiße Haare. Was ein Scam. Ist der Light? Der ist Light. Was kann der, ha? Er hält Immunität gegen kontinuierlichen Schaden und Unfähigkeitseffekte. Okay, bitte, was ist das für ein Scheiß, ha? Schmutz, ja. Wirklich, ha? Crap. Crap. So, die letzte. Na, lächerlich, ha? So, na, alles. Erst irgendwie Legendary Scrolls. Wie viel haben wir da? Jesus, ein Haufen, ha? Nur Scheiße. Cyborg. Wo sind meine Dupes, ha? Keine Ahnung, wie lange ich denn gespart habe. Ein paar Monate. Auch Schmutz. Ja, könnte ich aber. Ich brauche irgendwie keine anderen Net 5s, also scheißegal. Oh, nur da schauen, ha? Zum wievielten, dritten, vierten Mal? Größtes Wunsch LD. Maximilian. Maxi Neftis Asima. Na Wahnsinn, ha? Die Legendary Scrolls haben es in sich. Oh, 5 Star. Ist die neu? Schaut irgendwie neu aus, ha? Jo, die ist neu. Greift alle Gegner dreimal an. Jeder Treffer hat eine Wahrscheinlichkeit von 80% für 2 Runden kontinuierlichen Schaden zuzufügen. Und für 2 Runden die Entfernung schädlicher Effekte. Dieses schädliche Effekte entfernen Ding, das kann irgendwie auch nichts, ja? Alle außer LD. Na Wahnsinn, ha? Und keines davon will ich wirklich haben.
So, wie viel Platz haben wir noch? Ja, die bis 10. Die kriegen alle in den nächsten 1, 2, 3 Balance Patches werden die alle gebufft, ja. Sag ich dir. Bin ich irgendwie ein bisschen behindert, aber. Oh, Jenny. Jenny. Haben wir noch eine? Okay. Boah. Wo ist mein Storage? Wie schauen wir aus, ha? Huh? Oberon. Jetzt sehen wir nicht mehr. Verwulion. Zu wenig Base Speed, zu wenig Boost. So, na dann machen wir die Kollegen da auf. Schauen wir mal aus. Ah, da könnte ich irgendwie schon mal das erste Linet 5 bekommen. Ah, verdammte Scheiße. Sechs Dark Joker. Zum fünften Mal oder so. Okay, Dupe. All of Heroes Scheiße. Ich habe irgendwie bei denen nicht so das Glück. Jesus. Und dann den Typen. Warum den Typen, ha? Haben wir schon. Okay, 3, 2, 1. Kommt nichts mehr. Oh. Alter, ist das Light? Aber das ist doch auch Crap, oder? Entfernt alle schädlichen Effekte von allen Verbündeten und greift alle Gegner an, um proportional zu deiner Verteidigung Schaden zuzufügen. Der Schaden erhöht sich proportional zur Anzahl der entfernten schädlichen Effekte um bis zu 200%. Zusätzlich erhöht sich deine Angriffsleistung jeweils 20, wenn ein Verbündeter einen schädlichen Effekt. Naja. Billy, der, wo ist er, ja? Wo ist er? Also, was hat er für ein Speedlead? 24% Speedlead, Global. Was machen die anderen? Stun? Cloud halt ein Dings. Cloud, das ist, weiß ich nicht. Das Ding Cooldown 4 Runden. Animation sieht geil aus. Kann ich das irgendwie machen gerade? Nein, gell. Ja, aber. Was mache ich damit? Entfernt alle schädlichen Effekte, ja? Das heißt, ich muss ja schon einmal irgendwie schädliche Effekte halt haben, ja? Also halt eine Turn 2 Unit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht viel Schaden macht, ha? Ja, CC Counter Unit, ja. Den musst du halt irgendwie spielen mit 100 Resistance auf Will. Also absolut irgendwie nichts für mich, aber. Wieso? Wo ist er erst? Achso, ich kann ihm eh nicht mehr, gell, weil ich ihn gesperrt habe. So. Was haben wir irgendwie noch? Du schon wieder. Okay. Ja, damals irgendwie
Das sind halt die Units, die ich noch nicht habe. Ne? Also die Units da, die werden halt irgendwie alle neu. Aber will ich nicht. Weiß ich nicht. Will ich auch nicht. Will ich auch nicht eigentlich. Will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Will ich es recht nicht. Den Typen da mal nicht. Den finde ich gar nicht so übel eigentlich. Ich werde allen Verbündeten für eine Runde unbesiegbar und erhöht die Angriffskraft für zwei Runden und erhöht die Angriffsleistung um 20. Ja, ich weiß, die Feuertriss, die hätte ich noch genommen, ja. Aber ändert jetzt auch nichts, ha? Keine Ahnung, ich hebe auf. Also 80 LD-Scrolls hätten wir gerade. Also, ich habe ihn jetzt gesperrt zum Hauptmonster. Hast recht. Aber ist egal, die Leute können ja wissen, dass ich ihn habe. Ha? So. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwie noch ein paar mehr LD-Scrolls zusammenbekommen. Wo macht man das da? Wie schauen wir aus? Ha? Also, dich können wir ja schon mal wegballern. Just die Ahnung, ich habe von Feuer, von Wasser und von Wind. Oh mein Gott. So. Shizuka weg. Zweimal. Weiter. Bin ja froh, dass wir genug Crystals haben. Ha? Der Moe weg. Ja, das werden mehr als 100 LDs. Also 80 haben wir ja jetzt gerade, ne? Aber mehrere Dupes gleichzeitig fielen wäre auch nicht übel, das stimmt. Ach du Scheiße, was ist jetzt? Der Hype Train kommt, steht bei mir gerade. Danke für dein Abo, Funke. Jesus, ha? Der Hype Train. Insane. So, Genny weg. Legmaron weg. In welchem Channel bin ich? 102, aber global, ne? So, was haben wir dann noch? Monkey. Ich weiß nicht, was machen wir mit den neuen Units da? Alter, ich habe 5? 5 von denen? 5? Oh mein Gott, ha. Alle Puffen. Ja. Warte, ihn nicht. Habe ich nicht schon einen zweiten gebaut, hörst? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich für Dupes gebaut habe und nicht, hey, wirklich. Ich glaube, ihn hätte ich gerade irgendwie noch awakenen sollen, aber scheiß drauf. So, ich würde sagen, nachdem Siege anfängt in 10 Minuten, ne, mache ich Schluss und mache die LDs später, oder? Was bist du? Na, weg, ha? Ja, wie viele Crystals wir da haben, ha? 5000? Ja, was machen wir wirklich mit denen, ha? Okay. Der überzeugt mich irgendwie nicht so. 5 von denen, ha?
Ich habe schon eine Theory, glaube ich. Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Ah, ne? Alle halt bis auf einen, nicht? Man kann es den nicht. Hallo, Xizer. So, letzter, ne? Oder haben wir den Fire Fatty? Wo ist denn der? Fire Fatty? Ist er da irgendwo? Ich weiß nicht, ob der Typ ist. Ich meine, ich weiß, dass ich einen habe. Scheißegal, ha? So. War unser komischer Shop da. 8100, ha? 10. 20. Vierzig. Scheiße. 50. Na, ich hoffe, dass wir noch irgendwas bekommen, ha? So, da geht sich perfekt aus. Nur 160 LBs. Ist ein halbes, nicht 5, oder? So, ganz wichtig. Achso, 100, 170 haben wir. Okay, nice. Jo, danke. Auch wenn ich den irgendwie nicht wirklich haben will, ganz ehrlich. Ich weiß. Jo, komm, ha. War ja eigentlich so gut irgendwie bis heute, also wirklich. Okay. Litchi haben wir schon. Da hätte ich einfach gerne mal so eine Overpowered Lightning Rate. Aber die. Okay. Gut. Den Kollegen brauchen wir leider auch nicht. Vielleicht jetzt. Okay. Jo, Ladekreis, ha? Ich warte auch nur drauf. Komische Icarus ist irgendwie auch, glaube ich, meine vierte oder so schon. Wenigstens eine Martina mal irgendwie, ja? Oder ein Frigate oder sowas. Kein Kreis. Ah, jetzt kommen die ganzen Mollys, ha? Wo keiner mehr irgendwie Molly braucht. Okay. Den braucht auch keiner. Was ist da? Wo ist irgendwie ein wirklich neues Teuer mal? Komm her. War so gut irgendwie bis heute oder bis jetzt? Wieder kein Kreis. Fucking Dias, braucht auch keiner. Die ersten 50 Scrolls sind schon weg. Ich sehe es jetzt schon, ah. Schwache Lightning Rate. Stark angefangen, ha? Stark nachgelassen.
Dark Hacker gezogen. Keine Ahnung, was der kann. Macht er nicht irgendwie auch sowas mit wegen den Debuffs? So, warte. Lass mich die Units da parken. Na komm, ha, wenigstens einmal so ein Kreis, ha, wo ist er? Zehner Summons bei dies. Ah. Bei dies braucht man es nicht, das hat man eh nicht so viele, aber bei dem Musical wäre es cool. So, Lightning aber wieder kein Kreis, ha. Naja, fucking useless. Echt so bitter, ne? Dass du halt wirklich da irgendwie auf diesen Ladekreis irgendwie so. Wo ist er? 100 LD ist schon durch, ha? Nur Scheiße. Ja, ist echt nicht gut, gell? Mystical ist 1 OP und LD ist verkacken's wieder. Es ist echt so bitter einfach, dass die LDs auch noch eine schlechtere Rate haben, gell? Hoppla. Wo ist mein Maxi? Lightning Dagger, immer wieder schön, ha? Huh? Letzten 50 Scrolls, Gott. Tja, was ist Trick 17, ha? Bethany. Haben wir auch schon. Wieder kein Kreis. Oh Gott, ja. Und die Creme de la Creme, ha? Der LDs. Das schaut nicht gut aus. Zweimal Light Sniper. Jo, Belagerungskampf. Oh. Keine Ahnung, den habe ich aber auch schon, glaube ich, gell? Sonst wäre neu irgendwie da gestanden. Keine Ahnung. Oh, achso, aber da war einer, aber kein Lightning. Was wieder voll sind, gell? Das geht mir irgendwie auch am Sack. Aber ja. Wenigstens eine LD nicht five, aber es ist halt leider so. Letztes Scroll, na. Entweder es kommt gleich oder es kommt gar nicht. Schau, crappige Rate, ha? 170 LD Scrolls. Und nicht einmal irgendwas, ha? Letztes Scroll, bam. 170 LD Scrolls. Komplett zum Scheißen eigentlich, wirklich. Aber ja. So. Schau ich, was haben wir da? VIP und Swag. Na gut, Freunde, ich mache jetzt irgendwie ganz schnell Schluss, ne, weil hier, dass ich Siege anfangen kann. Wenigstens eines. Ne, ist zwar, bringt mir irgendwie auch nichts, weil. Ja, ich weiß, andere Leute ziehen irgendwie LDs am laufenden Band, aber was soll man machen? So. Also, ich mache Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.